So geht's besser. Möge Allah sie führen zu ihren Feinden. Danke. Noch ein letzter Punkt. Was? Was wollen Sie? Er ist tot. Tja, so viel dazu. Hey, keine Bange, ich hab dich schon nicht vergessen. Binde mich gefälligst auf der Stelle los, George Stobbart. Mach ich, sobald ich bereit bin. Das ist unfair, George. Nein. Du hast es ausgenutzt, dass meine Hände gefesselt waren. Als Eklund die Waffe auf mich gerichtet hatte, dachte ich, ich müsste sterben. Da fielen mir all die Dinge ein, die ich in meinem Leben noch tun wollte. Und dich zu küssen stand ganz oben auf der Liste. George? Ja? George, wir müssen von diesem Zug runter. Eklund kann jederzeit wieder zu sich kommen. Also, worauf warten wir noch? Was machst du? Ich verschwinde. Nicht durch die Türe, willst du so enden wie Flap? Nicht unbedingt. Was von ihm noch übrig ist, dürfte fast schon wieder in London angekommen sein. Ich hoffe, er hatte eine Rückfahrkarte. Nicht durch die Tür. Also nehmen wir die andere Tür? Ich muss zum Glück nicht alles verstehen. Habe ich gerade beschlossen. Ich werde übrigens jetzt aufnehmen, bis es fertig ist und zwischendrin schneiden, wenn es sein muss. Ich würde mich wohler fühlen, wenn wir eine Pistole oder sowas hätten. Khan hat mir etwas gegeben. Was? Seine Handtasche. Großartig. Wenn wir ein paar Killern begegnen, können wir ihnen damit ordentlich eins draufgeben. Hatte er keine Waffe? Das ist nur die halbe Wahrheit. Diese Tasche ist voller C4. Wow, warum hast du das nicht gleich gesagt? Junge, jetzt werden wir es denen aber zeigen. Was zum Henker ist C4? Sprengstoff. Plastik, George. Wir gehen shopping, bis wir sie fertig gemacht haben? Kein Plastikgeld. Plastik-Sprengstoff. 2 Kilo davon. Allerdings ist die Zündkapsel kaputt. Woher weiß die Frau Kein was? Problem. Wir kaufen uns irgendwo eine Schachtel Streichhölzer. So funktioniert das nicht. Man benötigt eine kleine Explosion, um die große damit auszulösen. Dann ist das nicht sonderlich hilfreich. Was steht auf dem Schild? Offensichtlich wurde während des englischen Bürgerkrieges in der Mitte des 17. Jahrhunderts dieser Ort als Waffenlager benutzt. Was denn? Ja? Was ist passiert? Schau dir doch den Zustand dieser Höhle an, George, dann kommst du schon drauf. Ein verirrter Funke? Gut erkannt. Der Turm ist das Einzige, was nach der Explosion übrig blieb. Ich hoffe, die Explosion hat nicht das Schwert von Baphomet zerstört. So? Ich hoffe, es ist zerstört. Ach so. Ja, das musst du schon dazu schreiben, wen du hier ditchst. Ich stöbere ein wenig in dem Geröll herum und finde eine alte Tonpfeife mit einem abgebrochenen Mundstück. Der Griff lässt sich leicht drehen. Das große Rad beginnt sich zu bewegen. Verdammt! Der Griff ist abgebrochen. Schön. Ich schiebe den Griff in das Maul des Dämonen. In dieses Loch passt... Nein. Ich versuche, die Platte zu schieben, bin aber nicht sehr erstaunt, als das nicht funktioniert. Über dem geschnitzten Kreuz steht eine nicht zu entziffernde Inschrift. Soweit ich das erkennen konnte, war da wohl was in Gälisch geschrieben. Na gut. Nico? Aha. Was tust du da? Ich merke mir diese Inschrift. Kannst du sie denn lesen? Nö. Hä? Ja, weiß nicht, was C4 ist. Es ist unter schon... einem der Steine liegt eine Metallmünze, die vom Alter schon grün angelaufen ist. Verkrustet mit Dreck und Erde liegt da ein kleines Zahnrad auf einer Achse. Sonst noch was? Meine Aufregung wächst, als ich etwas zwischen meinen Fingern fühle. Es ist kurz, hart, schwarz. Etwas, das ich hier nicht zu finden erwartet hätte. Es ist eine Füllfederhalterkappe aus Kunststoff. Ich finde hier nichts. Gut. Ohne den Griff war es leicht, das Zahnrad samt Achse zu entfernen. Okay.
Das Rad gleitet leicht in die Augenhöhle. Mit dem Kratzen von Metall auf Stein stecke ich das zweite Auge an seinen Platz. Die Zahnräder greifen ineinander. Da bewegt sich was. Was ein Aufwand, ne? Vor allen Dingen muss das jedes Mal wieder jemand auseinandernehmen. Beim Anblick der flackernden Fackeln wird mir klar, dass die falschen Templer das Schwert vor uns gefunden haben. Aber wo sind sie jetzt und warum ist es hier so still? Sieht so aus, als wären die Templer vor uns da gewesen. Vielleicht sind wir noch nicht zu spät dran. Es gibt noch eine Chance. Ich wünschte, ich hätte deinen Optimismus. Das wünschte ich auch, George. Manchmal bist du so negativ. Die Rollen sind gut verteilt. So, speichern wir aber mal. Sicher ist sicher. Oh, das war eben schön. Hör mal, ich kann definitiv sowas wie Gesänge hören. Stimmt, jetzt höre ich es auch. Glaubst du, was tun die da? Es würde mich nicht überraschen, wenn die so eine Art satanisches Sexritual abhielten. Hey, worauf warten wir denn noch? Jetzt schau dir das bloß an. Baphomet. Lobino hatte recht. Dieser Ort war sogar für die Tempelritter schon uralt. Dieser ganze Ort. Das ist Baphomet. Endlich die Wahrheit. Die Templer hatten nie dieses Abbild verehrt, wie sie auch nie einen Regenbogen verehren würden. Aber ebenso wie den Regenbogen betrachteten sie es als ein Sinnbild ihres Bundes mit Gott, der ihnen diesen Ort offenbart hatte. Rousseau, Sie elender, verräterischer... Ganz im Gegenteil. Inspektor Rousseau hat sich als Muster an Gehorsam erwiesen. Eine wichtige Eigenschaft für einen echten Tempelritter. Nun seid still und schaut zu, wenn euch am Leben zu bleiben genehm ist. Brüder und Schwestern, wir sind heute hier versammelt, um Zeuge zu werden, wie das Schwert, das zerbrochen war, neu geschmiedet wird. Hier vor Gottes Wache. Baphomet, Großmeister und Ritter von Baphomet, wir grüßen dich und geloben dir unseren Gehorsam. Ich grüße euch, Torwächter des Tempels. Vor 7 Jahrhunderten ging unsere stärkste Waffe verloren, das Schwert von Baphomet. Nun bereiten wir uns darauf vor, es neu zu schmieden, um es erneut singen zu lassen, wider unsere Feinde. Wir werden die Völker in eine neue Ordnung führen, in der alle Grenzen sich auflösen. Alle werden vereint sein unter dem roten Malteserkreuz der Templer. George, mit Respekt haben wir Ihre Anstrengungen verfolgt, uns aufzuhalten. Aber Sie sehen doch jetzt sicher ein, dass Sie von unseren Feinden in die Irre geführt worden sind, oder? Wir wollen beide eine bessere Welt. Zum Glück ist ja noch nichts Schlimmes passiert. Wir können entschlossene, einfallsreiche Männer wie Sie brauchen. Werden Sie einer von uns, George? Treten Sie uns in wahrer Bruderschaft bei. Kann ich speichern? Klar, wahre was? Brüder? So wie Marquet? So wie Pegram und Klausner? Die haben Sie nicht als Brüder betrachtet, sondern als Versager. 3 Männer sind tot und Ihnen ist das scheißegal. George, Sie wissen doch, dass Opfer nötig sind. Jedes große Unterfangen. Einer von Ihnen werden? Fahren Sie zur Hölle. Ach. George, ich hatte so große Pläne mit Ihnen. Schellagerre, Eklund, töten Sie ihn.
Ich schwöre es. Ich wollte nur, dass alles in Ordnung kommt. Sie sterben wie die Fliegen. Schnappt sie euch! Tötet sie! Oh ja, perfekt. Sie werden uns nicht entkommen! So. Na, wenn das nicht der große Detektiv und seine bezaubernde Assistentin sind. Es wird mir ein Vergnügen sein, ein so nettes Pärchen umzubringen. George, was sollen wir tun? Komm schon, Nico, wir hauen ab. Ihr Narren! Ihr könnt uns nicht entkommen. Guido, halt sie auf! Aber Meister, das Pulver! Das Pulver stammt noch aus dem Bürgerkrieg. Und zwar aus dem Englischen, du Idiot! Es ist über 300 Jahre alt. Was glaubst du, wie explosiv das noch ist? Sehr. Ich dachte gerade, jetzt sei alles vorbei, aber Nico hat noch ein Ass im Ärmel. Oder genau gesagt, in ihrer Handtasche. Eine Handtasche voller Plastiksprengstoff. Kann sein, aber dieses Zeug hier ist noch ganz frisch. Ja, brillante Idee. Wir blieben nicht lange in Schottland. George musste noch seinen Urlaub zu Ende bringen. Mhm. Und ich musste noch eine Story schreiben. Natürlich nicht die wahre Geschichte. Nee. Aber genug Halbwahrheiten, um eine Seite zu füllen und davon meine Miete für einen Monat zu bezahlen. George und ich hingen zusammen in Paris rum. Ich zeigte ihm meine Lieblingsrestaurants und er erzählte mir seine Lieblingswitze. Weißt du, Nico, mit dieser Stadt verbinde ich jetzt so viele Erinnerungen. Die Cafés, die Musik. Die Kanalisation. Klar. Die Clowns. Die Jongleure. Oh, und dein Kumpel Lobineau. Ja, der teure André. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich meine Nachforschungen angestellt habe, bist du ziemlich oft verschwunden, Nico. Warst du mit Lobineau, Es ist etwas passiert, aber das hatte nichts mit André zu tun. Aha. Es war etwas aus der Vergangenheit, das ich erledigen musste. Alleine. Also habe ich es erledigt. Und jetzt ist es vorbei. Hey, habe ich dir schon mal von dem Rentnerpärchen aus Iowa erzählt, das im Lotto gewinnt? Nein, aber ich habe den Verdacht, das wirst du bald tun. Also, da war dieses Rentnerpärchen. Die waren schon ewig verheiratet. Dean und Pearl. Oder Dwayne und Pearl. Ja. Ist das neu? Eine Mitteilung von Charles Cecil. Danke, dass ihr Waffen mit Fluch The Director's Cut spielt. Im Jahr 2010 feiert Revolution sein 20-jähriges Bestehen. Damals, 1990, war gerade die Berliner Mauer gefallen. Sierra, die Schöpfer von King's Quest-Serie und viele anderen Adventure-Titeln, beherrschten den Adventure-Markt völlig. Und LucasArts arbeitet gerade an einer neuen, lustigen Art von Adventure-Spielen. Monkey Island stand kurz bevor. Ich war damals Entwicklungsleiter beim Publisher Activision und ganz begierig darauf, ein Entwicklerstudio zu gründen, das den amerikanischen Riesen Paroli bieten könnte. Tony Wariner, ein Software-Designer und Programmierer, mit dem ich vor ein paar Jahren zuvor gearbeitet hatte, war gelangweilt davon, Aeronautics-Software zu schreiben, genau wie sein Kollege David Sykes. Und Noirin Carmody als General Manager für Activision UK arbeitete, wollte der Schritt vom Publisher zum Entwickler wagen. Ah ja, das war das Team, das 1990 loslegte. Schön! Sean Brennan, damals Vorstand des Publishers Microsoft, lud mich eines Tages zum Mittagessen ein und sagte mir, wenn ich ein Studio aufmachen wolle, würde er die Entwicklung der Spiele finanzieren und sie veröffentlichen. Alles passte perfekt zusammen. Nun fehlt uns nur noch ein erfolgversprechendes Spielekonzept. Aus diesem Spielekonzept entwickelte sich später Lure of the Temptress, auch ein Klassiker, den es bei GOG übrigens gibt. Die Adventure-Spiele-Engine basiert auf einem System, das wir Virtual Theater nannten und steuert die Spielfigur intelligent durch die Spielwelt. Wir arbeiteten wochenlang ohne Pause, um einen Prototyp zu schreiben und fuhren dann nach London, um ihn Mirrorsoft zu präsentieren.
Aber als wir unterwegs das Auto ein paar Minuten unbeaufsichtigt ließen, wurde es aufgebrochen. Der Dieb klaute das Radio aber aus irgendwelchem Grund nahm er den unversicherten PC auf der Rückbank nicht mit. Aber so nahm das Ganze seinen Lauf. Mirrorsoft nickte das Spiel ab und Revolution war geboren. Danke für den Schatz. Das Team von Lore of the Temptress aus den frühen 90ern. Ja, das waren noch Zeiten. Die Idee von Baphomets Fluchreihe entstand, wie so viel Schönes, bei einem guten Essen mit viel Wein. Es war im Jahr 1994 und ich saß beim Essen mit Camodi und seinem Kollegen John Brennan, dem damaligen Leiter der Publisher-Abteilung bei Virgin Interactive. Wir waren im Gespräch irgendwie auf den Mythos der Tempelritter gekommen, zu der Zeit noch fast unbekanntes Thema. Und was für einen tollen historischen Hintergrund es für ein Unterhaltungsprodukt abgeben würde, besonders für ein Spiel. Und so entstand 10 Jahre vor der Flutwelle von Unterhaltungsprodukten, die sich mit dem Thema Tempelritter befassten, Baphomets Fluch. Aha, die erste Entwurfzeichnung, schon nicht schlecht. Das war Nico. Wir hatten ehrgeizige Ziele für das Spiel, denn die Konkurrenz war groß. Wir besaßen zwar ein ausgezeichnetes Team bei Revolution, das schon einige sehr erfolgreiche Adventure geschrieben hatte, doch um die nächste Klasse aufzusteigen, mussten wir die besten Köpfe aus unseren kreativen Industrien zusammenbringen. Ich konnte Ian Cahill, einen sehr talentierten Layout-Künstler, überzeugen, an dem Projekt mitzuarbeiten. Er und seine Kollegen Neil Breen, die beide vorher für Don Bluth Studios in Dublin gearbeitet hatten, zeichnen die ganzen Hintergründe mit Bleistift, die wir dann in Photoshop digital kolorierten. Das alte Photoshop. Eine Brücke für die Sandy, erstaunliche Ähnlichkeit mit der US-Brücke in York aufweist. So ein Zufall. Die Hauptfiguren und die Einleitungssequenz wurden von dem brillanten Animationstechniker Mike Burgess erschaffen und gezeichnet, der für den Animationsstudio Red Revolver arbeitete. Tragischerweise starb Mike, der erst um die 20 war, schon ein paar Monate später. Ein paar Jahre zuvor hatte ich in einem Cricket-Team zusammen mit einem Komponisten Barrington Belong oder Philung, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, gespielt. Wir hatten uns seitdem aus den Augen verloren, aber als ich ihn anschrieb, ob er nicht Lust hätte, die Musik zum Spiel zu schreiben, nahm er die Gelegenheit sofort wahr. Das Dream Team war versammelt. Der Entwicklungsprozess war sehr spannend, aber oft auch nervenaufreibend. Bei seinem Erscheinen wurde Baphomets Fluch begeistert aufgenommen, obwohl er von den Kritikern, sowohl von den Kritikern als auch von den Käufern. Auf das Spiel folgte ein Jahr danach Baphomets Fluch 2, was wir auch noch spielen werden. Und nach 5 Jahren Pause wechselten wir zur 3D-Darstellung in Baphomets Fluch 3, was ich nicht spielen werde. Und dann Baphomets Fluch 4, was ich auch nicht spielen werde. Wenn der Wechsel zu 3D höchst umstritten war, das ist der Grund, so war es doch nötig, um weiterhin die Unterstützung durch die Publisher zu sichern. Aha, das war also nicht deren Intention, das waren die Publisher. Allerdings verfolgte mich meine provokative Feststellung, Point-and-Click-Adventures sind tot, bis heute noch sehr oft. Ah, Dwayne, wer ist er wirklich? Und natürlich seine Frau Pearl, wer ist sie wirklich? Die glücklose Kellnerin? Chantelle! Für diesen Director's Cut hatte ich das Vergnügen, mit dem Comic-Künstler Dave Gibbons zusammenarbeiten, den wir schon von der gemeinsamen Arbeit in Beneath the Steel Sky kannten. Dave hat die Gesichtsausdrücke gezeichnet, wie die neue Videosequenzen. Aha. Eine respektvolle Erwähnung verdienen auch hier Donnie Warner, der seit der Gründung ein unverzichtbares Teil von Revolution ist, sowie Hughes Peters, mit dem Tony die ersten 4 Versionen zusammen. Moment, mit dem Tony diese neue Version zusammen programmiert hat. Und natürlich der Commercial Director Camodi, der uns geholfen hat, die Firma sowohl durch die guten als auch die schwierigen Zeiten zu steuern. Ich bin sehr stolz darauf, dass auch 15 Jahre nach unseren ersten Entwürfen zum ersten Baphomets-Spiel immer noch eine solche Leidenschaft für die Serie gibt. Und ich fühle mich geehrt, dass es so viele Fans der Reihe die Treue gehalten haben. Vielen Dank. Und das ist das aktuelle Team. Nein, 96. Ah. Hey, hey. Das ist Schatz, das sind Leute mit etwas weniger Haaren. Oh ja. Das ist die Frau... Frau Camodi, nicht Herr Camodi, Charles und Dave. David Gibbons. Da kommt man zu nix. Weder mit Kind noch mit Katze. Hughes Peters. Und das wurde gezeigt, Konstantins zerbrochenes Schwert, das vor einigen Jahren vor dem Münster von York aufgestellt wurde.
Okay, das war Baphomets Fluch 1. Ich danke fürs Zuschauen und wir werden in Kürze uns bei Baphomets Fluch 2 finden. Und, oh, Nimoy. Ups, ich hab dich völlig übersehen. Hi. Ja. Und, vielleicht eventuell ringe ich mich doch zu Baphomets Fluch 3 und 4 durch, je nachdem, wie viel sie kosten. Mal gucken. Auf diesem Wege dann bis zum nächsten Mal und so. Ciao.